Pop, Rock und Klassik auf einer Bühne. Der Kieler Woche Förderverein macht es möglich. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Georg Fritsch begleitete das Philharmonische Orchester Kiel den Mundharmonikaspieler Marc Breitfelder, die Kultgruppe Karat und Amira El Matfa. Die Kieler Mezzosopranistin beeindruckte die Zuhörer auf dem Rathausplatz mit einer Sequenz aus der Oper Carmen. Auf dem Rathausplatz warten 10.000 Menschen gespannt auf Karat.